endlich eine Waffe für euch, die ich schon seit Ewigkeiten in der Hand haben möchte. Hier ist sie. Die Chris Vector. Ja. Wenn ihr neu hier seid, ich habe auch ein Video in Englisch gemacht. Schaut es euch an. Wie immer, aus Sicherheitsgründen, die Waffen sind entladen und gesichert. Damit können wir auch schon loslegen. Die Chris Vector. Hergestellt in den USA. Eins dieser Waffen, die fast jeder aus den Filmen kennt. Sei es jetzt als Grundbausatz für die Waffe von Cable in Deadpool. Oder sei es dann in irgendwelchen Filmen wie Total Recall. In sämtlichen futuristischen Filmen ist diese Waffe zu sehen. Warum? Ihr seht es selbst, sie sieht absolut abgespaced aus. Ist sie auch wirklich so nützlich, wie man denkt? Ja, sie hat vorne ein bisschen mehr Gewicht. Ja, sie ist schwer zu halten, dafür hat man ja einen Griff. Aber was ist hier drin? Warum ist das so gebaut? Das finden wir jetzt gleich raus. Heutiges Shoutout geht raus an unsere Sponsoren Yellow Arsenal und Bravo Zero Six, dass ich hier sein kann und das filmen kann. Und für die Ausstattung techmerch.com. Bei techmerch kriegt ihr Shirts wie dieses oder dieses Shirt. Schaut rein, es gibt auch taktische Motive für Frauen, nicht nur für Männer. Schon mal vorweg, die Waffe gibt es in verschiedenen Munitionstypen. Hier haben wir die 9mm. Die gibt es in 9mm, in 40 Smith & Wesson, 45 ACP und in 10mm. Die Länge ist bei 978mm, das Gewicht bei 3,6 kg. Magazine gibt es anscheinend mit 17 Rounds oder so wie hier, die langen mit anscheinend 40 Rounds. Das ist ein Glock-Adapter. Sie kann man auch mit Glock-Magazin füttern. Die Waffe hat einen geschlossenen Verschluss. Und hier drin ist ein Bolt Super V Recoil Mitigation System. Das bedeutet, der Verschluss läuft nach unten wie ein V. Ja, nicht nach hinten, sondern nach unten, um den Rückstoß rauszunehmen. Diese Waffe gibt es natürlich auch in vollautomatisch, aber hier haben wir sie nur in halbautomatisch. Der Trigger ist ziemlich schwammig. Da bin ich mal gespannt, wie das auf der Shooting Range dann sich umsetzen lässt. Die Waffe bekommt ihr hier in den USA für ungefähr $1.500. Und was die Waffe jetzt wirklich auf der Range kann, sehen wir gleich. Zur Chris Vector. Das Gewichtsproblem verschwindet, sobald man sie schultert. Trotzdem spürt man, dass einfach in der Front zu viel Gewicht ist. Ich denke mal, die 45 Schussmagazine wären um einiges besser gewesen als die 10 Schussmagazine. Aber der Rückstoß ist wirklich so gut wie gar nicht vorhanden. Da das System wirklich hier seine Arbeit leistet. Genial. Das einzige Komische noch, fand ich, war der Spannhebel, der fühlte sich ein bisschen ungewohnt an und an sich waren auch etwas zu viele Knöpfe da, mit denen ich nicht genau wusste, wie ich umgehen soll. Die Platzierung der Knöpfe war etwas seltsam. Dennoch eine tolle Waffe.